Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Haha, und jeder, der die Folgen bei mir guckt, wird denken, Alter, was machen die da jetzt, ne? Weil ich gar nicht alleine bin. Ich habe Mina an meiner Seite. Hi. Hi. Und Mina hatte eine tolle Idee. Wir werden nämlich heute ein kleines Best of Three, haben wir gesagt, ne? Ja. Miteinander spielen und das Gegenüber darf immer entscheiden, mit welcher Klasse angetreten wird und dann wird zufällig ein Deck zusammengestellt und deswegen bin ich jetzt in dem Deckbildschirm. Was soll ich denn spielen? Ich würde sagen, fang doch mal mit dem Jäger an. Okay, pass auf, neues Deck. Aber hier, ne, guck mal, ich habe schon 10 Basiskarten vom Jäger. Na, das kann doch nur gut werden. Das reicht. Das reicht dicke, ne? Finde ich auch. Also ich drücke hier jetzt auch mal fertig und dann wählt er die nämlich automatisch. Na, mal gucken. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, was für Karten der hat. Das wird total lustig. Das könnte witzig werden, ja. Das nenne ich dann auch mal Zufall hier. Und jetzt muss ich dir noch sagen, was du spielen sollst, ne? Ja. Dann spiel du doch mal den Paladin. Ja. Den kann ich wenigstens. So. So, ja, dann, Oh no. Oh no? Fordere ich jetzt Hermine, Mina heraus, wollte ich eigentlich sagen. Warte, ich habe das noch nicht bestätigt. Fertig? Ja. Den nenne ich dann auch mal Zufall. Ja, Zufall ist gut. Fertig. Ne? Okay, jetzt nochmal bitte. Aber gerne. Hurra! So, ja, und jetzt nehme ich hier den zufälligen Jäger. Das wird echt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie sich so ein Jäger spielt. Ich meine, ich habe jetzt Gott sei Dank durch den Community Cup und dadurch, dass ich ja viele, viele Spiele angeguckt habe, weißt, da lernst du ja so ein bisschen so die Karten kennen. Nützt dir nur nichts, wenn du selber keine hast, weißt du, ist halt. Stimmt, deswegen spiele ich immer ganz gerne Arena. Ja, ich wollte es immer schon mal machen, aber weißt du, wie das dann so ist, ne? Im Stream spiele ich ja immer gegen andere dann im Normalfall und so versuche ich eher dann, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, im Level aufzusteigen oder, ne? Dann ist immer, ja. Ja, das sieht doch schon mal scheiße aus. Bei mir auch. Ich glaube, das Deck ist auch ultra blöd. Ach Quatsch, das kann nur gut sein. Wenn das der Zufall gebaut hat, kann es doch nur gut sein. Meinst du? Na klar, natürlich. Ich grüße euch. Ja, Grüße. Grüße. Ich also bin es sind dran. So ein, zwei gute Karten sind schon dabei, aber. Ah ja, das ist. Auch ja nicht mehr, ne? Ja, naja, weißt man kann halt nicht alles haben. Ah ja, warte mal. Und so. Und so. Ey, ich habe eine Synergie gefunden. Ist ja irre. Oh Gott, ey. Okay, überlegen wir mal. Wir könnten das machen, was uns allerdings jetzt hier in dieser Situation relativ wenig gar nichts hilft. Das, was uns auch nicht so viel... Lasst mich nachdenken. Mach, glaube ich, nur das hier. Da kommt der Rekrut angerauscht. Einfach, weil der hier auch sofort tot wäre und das... Denk mal nicht, dass sie das da reinhaut, was ich denke, was sie reinhaut. Falls sie reinhaut. So. Weißt du, die Sache ist, also ich opfer jetzt den komischen Eber einfach mal, weil ich ja den Waldwolf behalten möchte, falls noch irgendein Wildtier kommt. Die Sache ist, ich habe halt echt keine Ahnung, was in meinem Deck ist. Das habe ich auch nicht, aber genau darauf habe ich spekuliert. Ja, natürlich, also den behält man dann doch, oder? Also ja, finde ich schon. Ja. Weil in der Hoffnung, es kommen noch ein paar Wildtiere ab, wohl der wird... Ach, der sieht so süß aus, der Feendrache. Ja, der ist putzig. Ja, der ist total niedlich. Den auch furchtbar gerne dabei. Hier, guck mal. Pass auf. Bam. Ich hab einen Bären.
Ach so, und da kann ich. Aha. Ja, komm. Zack. Der sieht auch. Also, ich finde sowieso diese ganzen Artworks auf den Karten echt schön. Also, das gefällt mir. Das stimmt, vor allen Dingen die Animationen sind teilweise auch echt Ja, geil. ja. Und hast du gesehen, man kann jetzt ja im Shop, ich weiß nicht, was die kosten, ich habe das nur gesehen, dass das gepatcht worden ist, dass du jetzt andere Charakterbilder nehmen kannst. Also das halt. Ja, ich glaube, Das. das kostet aber Geld, ne? Ich weiß Ich glaube, gar, die ja, kannst du das wirst du kaufen. gegen, ja, ich denke, gegen Gold wirst du das halt holen können. Das könntest du dir ja gegebenenfalls auch erspielen. Ich habe es nur gesehen. Ich finde, es ist total schön. Ich mag das, so Sachen zu individualisieren. Ach, das ist der bekloppte Oger, der Doofe hier, der so ein bisschen Baller ist. Ja, Ja, okay. den wollte ich nie haben. Warum hat er mir den da reingemacht? Genau deswegen wahrscheinlich. Ach, schön, ja, Mensch, nee, das finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen doof. Na, das will ich aber auch nicht spielen. Dann mache ich das so. Guck mal, dann macht der schon mal nicht mehr Baller sein. Ist doch auch was wert, ne? Ja, dann so. Und ich will eigentlich den Teddy nicht auflösen hier für den Dovi. Deswegen mache ich das so. Ich habe jetzt auch hier den Ollen eine Karte gezogen, die würde ich mir im Normalfall, würde ich mir die nicht ins Deck packen. Also es ist schon manchmal, also das gibt schon so Karten, die sind irgendwie ja einfach nicht so toll, ne? Ich frage mich, ob. Da kam sie, die Weihe. Oh nein, du hast meinen Wolf getötet und meinen Bären und überhaupt alles. Ob das so schlau war, weiß ich noch nicht. Ob das vielleicht ein bisschen zu früh war. Wir werden es erleben. Du bist ein Kaputtmacher. Das ist Ja. unhöflich. Ach so, ja, die kenne ich sogar tatsächlich. Die Karte ist verrückt, ne? Also, dass ich mal hier so, ja. Ja, die ist ja mal vollkommen sinnlos. Nee, dann nehme ich die hier. Das ist auch so eine Karte, weil es ist ja ganz schön, aber in Deck würde ich mir die trotzdem im Normalfall nicht packen. Ich habe die jetzt nur gespielt, weil sie Gottesschild hat. Ist das nicht was? Schlecht ist er auch nicht. Ja, aber ich würde mir einmal, im Normalfall würde ich die für drei nicht reinnehmen. Da würde ich lieber den Schlachtzughelfer oder irgendwie, weißt? Also finde ich irgendwie. Ja, ich würde die auch nicht reinnehmen. Wenn die Ansturm hätte, ja, aber Ja, so. aber so. Und die mit Ansturm zu buffen ist halt auch, weißt du, das ist dann auch wieder so Kartenverschwendung, ne? Also ich Ja. habe das beim Krieger, da gibt es doch so viel Buff-Zeug, Gedöns und. Was ist das denn Schönes hier? Auch das ist ja ganz nett, wa? Ja, Guck mal, dann mache ich das jetzt erstmal. Das gucke ich jetzt hier mal. Bäm. So, und dann. Hat die ja hier den komischen Gottesschild noch. Dann kann sie das doch machen hier. Und dann bleibt mir noch dafür was. So. Sehr hübsch. Gerechtigkeit. Oh, was ist das denn hier? Ich muss echt, ich muss dann immer gucken, was da steht, weil ich. Aber den kenne ich nun zufällig auch, den komischen Heini da. Den hier, den Wächter der Könige. Ah, den habe ich schon tatsächlich im Turnier gesehen. Der scheint irgendwie so Standard beim Paladin auch zu sein, ne? Der wird also fa von fast jedem mitgenommen. Das ist aber zum Beispiel so eine Karte, ich spiele die jetzt mal, aber die würde ich zum Beispiel im Normalfall auch nicht unbedingt mitnehmen. Kommt drauf an, dadurch, dass es ein Wildtier ist, kommt es drauf an, was für ein Deck du einfach haben willst. Ich finde halt 5 Leben so wenig. Der ist halt, weißt du, für 7 Punkte und dann nur 5 Leben, der ist einfach so schnell tot, oder nicht? Also. Ja, so zum Beispiel. Ja, weißt du, und das ist dann einfach, da hast du dafür 7 ausgegeben und ist irgendwie ein bisschen, ja, Mensch, ne? Schade. Dumm gelaufen. Aber gut, das kannst du natürlich mit jeder Karte haben, weil es dann wirst du verscharft und ach, was weiß denn ich nicht alles.
musste versuchen, drumherum zu spielen, aber ganz oft, oh, mein Bonbon verschluckt, du meine Güte. Ein Bonbon. Boah. Ach, ich habe irgendwie nichts Schönes, ja. Das ist natürlich doof. Ich glaube, ich habe jetzt nicht zu sehr ins Mikro gewürgt. Nee, nö, also ich habe dich nicht würgen. Ich habe dich nicht würgen gehört, von daher. Oh Mann. Passt schon. Ich habe irgendwie nichts Gescheites, das ist ein bisschen frustrierend hier. Vielleicht kommt ja noch was ganz Episches, aber ich bezweifle das mal. Vor allen Dingen, das halt immer, weißt du, umso länger du dem Paladin Zeit lässt, da irgendwas zu buffen und zu machen und zu wuseln, weißt du, umso mehr bist du am... Genau da. Ah, das Klettern machst du noch, ne? Also da bist du noch fleißig dabei, ja. Auf jeden Fall. Ah, ich habe gesehen, dass jetzt, dass du jetzt wieder Forest auf alle Fälle... dass da wieder so ein bisschen was rausgekommen ist jetzt vom LPT. Eine Zeit lang warst du ja irgendwie so vollkommen verschwunden. Ich muss sagen, also durch die Rock am Ring-Vorbereitung auch und einiges hatte ich dann auch irgendwie gar keine Zeit mehr, großartig den Rechner überhaupt noch anzumachen. Das heißt, ich hatte zwar Sachen auf der Platte, aber irgendwie keine Zeit, sie zu rendern. Und da war dann auch nur The Forest und ich hatte kein Spiel, worauf ich Lust hatte. Und ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder. Ja, ich meine, das ist ja, also ich denke, das ist auch so ganz normal, dass du einfach, das ist alles irgendwie hier für den Arsch. Ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn du dann irgendwie mit irgendwas Neuem anfängst, weißt du, irgendwie neues Hobby in Angriff nimmst oder keine Ahnung was, dass du dann... weißt, dass du dann einfach da mehr Zeit reinsteckst. Und das andere kommt dann im Normalfall wieder, ne? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt, du hast mit Fotografieren, ne? Irgendwie warst jetzt fleißig, glaube ich. Ja, da habe ich auch einiges gemacht, ja. Na, und das ist einfach, weißt du, jedes Hobby braucht ja so seine Zeit. Und ich finde, das ist dann ganz normal, dass du dann, aber schön, dass du nicht ganz verschwunden bist. Nein. Ich brauche dann zwischendurch immer mal meine Pause, beziehungsweise ich habe ja immer gesagt, YouTube ist für mich nur ein Hobby und ich nehme das nicht so ernst, weil es sind einfach nicht mehr die Zeiten, bei denen man damit wirklich tatsächlich noch hochkommen kann oder Geld verdienen kann. Ja. Es ist für mich ein Spaß und vor allen Dingen da, um Leute kennenzulernen. Ja. Und dementsprechend, wenn dann irgendwo mal Sachen sind, die mir dann doch ein bisschen wichtiger sind, wie eine Runde Sport machen oder mich mit Ernährung beschäftigen oder sonst was. Ja, das finde ich auch. Ich sag ja, ich finde das auch vollkommen normal. Also ich, was ich nur immer schade finde, und das hatte ich ja schon vor der Aufnahme gesagt, wenn die Leute dann so irgendwie vollkommen verschwinden, ist halt immer so ein bisschen schade, weißt? Das gab es einfach auch jetzt so die letzte Zeit öfter mal. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich, also ich würde den Part jetzt hier beenden. Es sind jetzt knapp 14 Minuten. Ja. Ich glaube, das passt. Und dann kommt das nächste Match, nämlich dann im nächsten Part. Aha. Gut. Bis zum nächsten Mal.